Wir spielen sehr, sehr entspannt heute einfach Farthest Frontier weiter. Das ist der Plan für heute. Dankeschön an der Stelle. Dankeschön, wo ist Sarah, für die 12 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Wir spielen ein bisschen weiter. Ich hatte ja mega Bock, ein bisschen generell weiterzugucken. Es wird ein ganz gemütlicher Gammelstream werden heute. Ah ja, genau. Wir hatten das letztes Mal auch, dass ich mich eigentlich auf die Seite packen kann, weil ich hier nicht so viel im Weg bin. Es wird nichts Krasses werden heute. Es wird einfach nur ganz gemütlich ein bisschen vor sich hin spielen. Kennt ihr ja eh. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock. Ah, Jackie, nun. Besser ist, dass er das nächstes Mal glaubt. Gammeln, ja, genau, gammeln. Wir haben mit Farthest Frontier am Mittwoch gestartet. Ich finde es, ja, also Banished ist ein mega cooles Spiel und hat so viel richtig gemacht, wovon andere Spiele danach gelernt haben, um halt auch, also Banished hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, weil ich finde, dass Banished einfach eines der Spiele ist, das eine Basis gesetzt hat dafür, wie gute Aufbau-Mittelalter-Spiele aussehen sollten. Deswegen, ich finde Banished schon sehr, sehr gut. Aber man merkt halt jetzt, dass das einfach wieder, also das Spiel hat wieder dazugelernt seit Banished. Es hat einige Sachen, die sind ähnlich wie Banished, aber es hat einfach wieder dazugelernt und ich finde es sehr, sehr gut bis jetzt von dem, was ich gesehen habe. Das Let's Play kommt auch auf YouTube. Yes. Ui, wohin geht's denn in den Urlaub, der Tador? So, wir haben am Mittwoch angefangen, ein kleines Dörfchen zu bauen. Wir haben hier unser Zentrum gebaut. Eumelhausen bauen wir gerade, wie immer. Wir haben gerade ganz frisch ein Lagerhaus gebaut. Hier entsteht gerade ein Marktplatz. Da fehlt noch ein bisschen was. Und ich glaube, mit dem Lagerhaus hatte ich jetzt irgendwie was freigeschalten, was wir jetzt neu bauen können. Rübenkeller haben wir schon, Lagerhaus haben wir gebaut. Aber war das nicht sogar fürs Zentrum? Ja, genau, jetzt muss nur noch der Markt gebaut werden. Und wenn der Markt gebaut ist, dann können wir unser Zentrum auf Stufe 2 upgraden. Geil! Das ist sehr cool. Ist das Spiel laut genug bei euch? Ich kann noch ein bisschen kleiner. Ich bin noch nicht im Weg, oder? Willst du meine Fresse nicht sehen? Bin ich euch zu groß? Wir wollen mehr Knie sehen. So, ihr Lieben, wir haben den Marktplatz fertig. Was kann der? Also da arbeitet jetzt Nubla. Der verteilt, also der produziert jetzt, glaube ich, Geld. Ja, jetzt haben wir das erste Mal Geld, das wir da produzieren. Wir produzieren jetzt quasi Dings. Geil. So, ich muss ganz kurz Pause drücken, bevor ich hier wieder Mist baue. Aber wir haben hier jetzt das Feld mit Kohl, Karotten. Boah, ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Aber wir können jetzt hier oben ein neues setzen. Und zwar würde ich gerne da oben Feldfrüchte anbauen. Ich müsste ja eigentlich hier, genau hier an der Windmühle, kann ich Mehl machen aus diesem Zeug. Das heißt, ich will ganz viel davon anbauen. Das hat eine gute Frosttoleranz. Geil. Wir gehen da jetzt richtig in das rein. Das wird, glaube ich, ganz cool werden. Was ist das Roggen? Was mache ich denn aus Roggen? Boah, ich weiß das alles noch nicht. Ich muss sicher irgendwo auch Kleidung produzieren, oder? Korbweberei, genau, da brauche ich Stroh. Das sind alles Kohleminen, Imkerei. Alter, es gibt so viele Sachen. Aber da sind wir noch nicht so schnell. Aber da brauche ich nicht Stroh auf jeden Fall. Woher kriege ich denn Stroh? Roggenmehl, weiß ich gar nicht, ob es das gibt. Safe, oder?
Roggen ist eine weizenähnliche Pflanze, die Getreide liefert, das zu Mehl gemahlen wird. Roggenerträge sind nicht so hoch wie bei Weizen, aber ist weniger von geringerer Fruchtbarkeit und Krankheiten betroffen. Roggen ist auch frosttoleranter als Weizen. Ui. Haben wir dann was gelernt auf jeden Fall? Ja, gucken wir einfach mal. Ich weiß selber noch nicht so genau, wie das genau alles funktioniert. Ich muss einfach mit den Feldern noch ein bisschen ausprobieren. Das ist ja erst mein erster Run. Aber das wird schon klappen. Monax für die 2 Monate. Vielen lieben Dank und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Und wir können das Zentrum ausbauen. Geil. Wir spielen auf schwer in den meisten. Also ich habe die Tiere habe ich runtergesetzt. Weil mir die auf die Nerven gehen. Also die Tiere, die Wildtiere, also Raubtiere sind auf runtergesetzt und Räuber sind auf Mittel und die anderen 2 Faktoren sind auf schwer. Lagerkapazität sieht aber gut aus bis jetzt von unserem Dingsbumsi. Räucherfleisch funktioniert, also die eine Räucherei macht das auch recht gut, wie es aussieht. Ich glaube, wir brauchen da eigentlich keine zweite. Ich könnte potenziell hier noch eine, ah, da ist aber eigentlich genug Platz, ne? Aber hier wären auch so ein paar Hütten in der Nähe gar nicht so schlecht. Damit die Leute nicht alle von da drüben dahin laufen müssen zu ihren Arbeitsplätzen, müssen wir schauen. Weiden brauchst du für Körbe. Ja gut, die kriege ich auch noch nicht hin. Molocha, ich habe es erst einen Tag gespielt bis jetzt, deswegen habe ich noch kein richtiges Fazit. Bis jetzt gefällt es mir aber sehr, sehr gut. Father's Frontier heißt das Game. Also bis jetzt gefällt es mir wirklich ausgesprochen gut. Ah, da sehen wir auch, wie viel wir produzieren. Getreide noch gar nichts bis jetzt. Wir werden bald potenziell einen neuen Jäger brauchen, wenn wir weiter so wachsen. Wenn ich das hier wegklicke, dann wird's nicht im Lagerhaus gelagert, oder? Wobei, ich frag mich halt, was macht denn Sinn? Wo soll ich's denn lagern? Also, ich hab ja... Sollte das Essen nicht automatisch hier lagern? Im Rübenkeller? Dankeschön, MM, für die 25 Monate übrigens. Und Dankeschön, Donetic, für die 28 Monate. Vielen lieben Dank. Hallöchen, Mepsi. In diesem Gebäude lagert ein Lebensmittelhändler Haushaltswaren und verteilt sie an die Häuser der arbeitenden Dorfbewohner, Zeit zu sparen. Märkte generieren zudem Steuereinnahmen und erhöhen die Attraktivität. Ja, ich muss eigentlich beim Lagerhaus ein großes Lagerbäude, in dem alle Gegenstände aufbewahrt werden können. Ja, wir wollen hier eigentlich keine Nahrung aufbewahren. Wir wollen eigentlich, dass die Nahrung komplett in dem Rübenkeller aufbewahrt wird, weil die hier halt schlecht wird. Das soll alles im Rübenkeller landen. Mal, das wird ja sonst alles bad. So. Ich meine, der Rübenkeller hat eh Platz ohne Ende. Sie müssen es halt nur rüberbragen. So, Brennholz haben wir auch genügend. Friedhof haben wir auch noch. So, ich glaube, wenn ich geguckt habe und das richtig gesehen habe, ja, dann ist die Sammlerhütte auf jeden Fall kein Problem.
Für die umliegenden Häuser. Ah, wie drehe ich nochmal? Ich habe vergessen, wie ich drehe. Mit Tipp. Geil. Und dann steht da oben eine neue Sammlerhütte für noch ein bisschen mehr Nahrung, weil wir haben nicht genügend Nahrung. Hallo Jubel! Ich mag, wie sich die Straßen verhalten, trotz quadratischem Layout. Bringen die doch etwas Dynamik mit rein? Ja, komplett. Da dürfte doch gar kein Essen jetzt mehr drin sein. Da liegen einfach Bohnen auf der Straße. Kann bitte jemand die Bohnen abholen? Okay, ich wollte gerade schon sagen, ihr könnt nicht einfach Bohnen liegen lassen. So, wir haben ein Stadtzentrum mit Stufe 2. Für das nächste brauchen wir Heimstadt gebaut, Schule, Handelsposten, Bevölkerung, Goldbarren, Ton, Holzbretter. Okay, Leute, es geht jetzt richtig los mit neuen Gebäuden. Wilde Geschichte. Wir haben jetzt... Wir können jetzt einen Handelsposten bauen, ein Gebäude, in dem Waren gelagert werden, um mit reisenden Händlern zu handeln. Ui, das ist ein großes Gebäude. Das kriegen wir hier auch nirgendwo rein. Dö, 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 dö. Den Handelsposten werden wir auf jeden Fall brauchen. Eine Schule wollen wir haben. Oh, guckt mal, die Schule kriege ich hier sogar in die Mitte reingebaut, weil ich Platz gelassen habe. Eine Schule im Dorfzentrum ist doch eigentlich eine süße Idee, oder? Ich meine, ich kann sie auch rausbauen. Aber ich finde die eigentlich so in der Mitte, finde ich die eigentlich sehr süß beim Marktplatz. Weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ich finde Schule in der Mitte richtig cool. Aber die ist auch richtig teuer, ey. Die kostet 100 Goldbarren, die Schule. Heilkundehaus werden wir auch auf jeden Fall brauchen. Das werde ich wahrscheinlich da hinten oben planen. Kostet alles so viel Geld. Ja, Kirche kommt auch ins Zentrum rein. Aber ich glaube, es gibt gar keine Kirche. Ich glaube, wir spielen ohne Religion. Nice, und hier gibt es einen Kornspeicher.
Es ist nur blöd, wenn der von den Feldern so weit weg ist, ne? Also ich glaube, es macht mehr Sinn, den Kornspeicher in die Nähe von den Feldern zu bauen, wo das Korn dann ja überhaupt erst abgebaut wird. Und es wird dann wieder rübergetragen. Es macht nicht wirklich Sinn, den Kornspeicher da auf die ganz andere Ecke zu packen, wenn hier das Zeug abgebaut wird. Aber wir bauen es nicht hier hin. Wir machen das ein bisschen an. Wobei, wir können hier oben, können wir die Mühle und alles hinbauen. Dann ist es gar nicht ganz so schlecht. Weil wenn wir jetzt hier gucken, genau hier, die ist auch schlecht für die Attraktivität. Das heißt, wir bauen die Mühle eher hier hin. Dann müssen wir jetzt aber ganz kurz schauen, wegen dem Boden. Genau, weil hier wollen wir sie nicht haben. Weil hier ist der Boden gut, aber hier oben... Das heißt, wir bauen die Mühle hier nach oben. Weil die killt die Attraktivität. Das heißt auch, dass wir hier Gebiet ein bisschen ebenen müssen. Und dann machen wir da oben unser Getreideding hin. Das wird schon. Aber geldtechnisch wird eine Katastrophe. Dankeschön, Disco, für die 44 Monate. Das ist sehr nett und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Und hallo Spätzle mit Soße. Und hallo Steelwiffin. Bretter fehlen uns. Aber es wird. Es wird ja doch ganz gut. Ich höre hier irgendwo Wölfe. Da unten gibt es dann auch Leben potenziell. Aber wir haben halt nicht so viel Nahrung. Ist das Leben, was da gebraucht wird? Ton, ja. Ton produzieren wir halt noch gar nicht. Okay, wir brauchen eine Wagenwerkstatt auch erstmal. Da kriege ich es nicht reingesetzt, ne? Aber hier hinten kriege ich es hingepackt. Die Wagenwerkstatt. Würde sich auch eigentlich anbieten. Weil das hier quasi auch direkt... neben dem Lagerplatz gebaut wird und hier werden die Bretter produziert, dann ist alles sehr close. Sehr ähnlich. Hallo Gaius! Einen wunderschönen. Oh, du hast auch übergeradet, das ist ja nett. Dankeschön für den Raid und Hallöchen an alle. Einen wunderschönen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen, gemütlichen Sonntagstream. Und ich habe gerade gehört, ihr habt auch Farthest Frontier gespielt. Alles richtig gemacht.
Ich spiele gerade erst am zweiten Tag quasi. Das heißt, wir sind wahrscheinlich noch nicht so weit, wie ihr seid. Pia ist aufmerksam. Pia ist nur ein bisschen vertieft in dem Spiel. Weil es sehr schön ist. Hallo Topol und hallo Simpi. Dankeschön, Elektrokid, für die 20 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Wir haben unser kleines Rom bzw. Hügeln und dem Tiber gebaut. Ui. Ja, so weit sind wir noch nicht. Und dankeschön, Mieb, für die 4 Monate. Willkommen zurück bei den Eumeln. Warum ist das Twitch kaputt? Und hallo Simpi, einen schönen dir. Ein wunderschönen dir. Jeder, der gerne Strategie spielt, ist regelmäßig vertieft, oder? Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass das ein generelles Strategiespielproblem ist. Und dass ich mir da nicht so Sorgen machen muss. Jetzt hat er mir da ein bisschen Feld kaputt gemacht. Aber es sieht natürlicher aus, wenn der Weg ein bisschen schief ist. Deswegen finde ich es nicht so schlimm. Ich will nämlich hier oben. Genau. Das hat doch da oben keinen Einfluss mehr auf die Attraktivität, oder? Ist die Range davon so weit? Nee. Ich wollte schon sagen, das wäre ja insane. So, wir wollen auf jeden Fall den Bau priorisieren, damit der schneller durchgeht. Mit der Nahrung sind wir durchgekommen. Das ist ganz cool. Und jetzt wollen wir hier jährliche Steuern eingenommen. Geil. Baut hier auch mal ein paar Ressourcen ab. Wir haben auch so viele Wege die ganze Zeit zu bauen. Haha, Spätzle mit Soße. Ja, das glaube ich. Ich hab Maurice Cosplay gesehen, ja. Habe ich gesehen. Ist sehr, sehr cool geworden. Hier gibt es auch die Möglichkeit für eine Schatzkammer. Ja, die wollen wir auf jeden Fall hier direkt beim Zentrum und beim Lagerhaus haben. Das bietet sich gut an, dass die direkt hier ist. Aber da brauchen wir auch Eisen, das können wir noch nicht mal bauen. Ich habe den Bau mal hier pausiert, dann haben wir es einfach nur vorausgeplant, weil sie da auf jeden Fall hingehen wird dann letztendlich, aber... Okay, und ich sehe, dass wir hier auch Gelände ebnen müssen und dann abbauen. Aber es wird langsam. Genau, hier oben haben wir ja eine neue Sammlerhütte, die für noch ein bisschen mehr Nahrung von da oben sorgt. Und dann wollten wir uns um die Lehmgrube kümmern. Aber dafür brauche ich die Wagenwerkstatt erstmal.
Das ist ja erstmal noch nicht schlimm. An der arbeiten wir ja. Also die haben wir ja auch bald fertig. Dann geht das ja eh gut voran. Na gut. Aber ohne Ton können wir keine Schule bauen. Und was ist das? Schwere Werkzeuge brauchen wir dafür. Imkerei, Eisenmine, Goldmine, Kohlemine, Sandgrube, Töpferei, Weberei, Kerzenwerkstatt, Seifensiederei, Holzkohlemeiner, Rüstungsschmiede. Irgendwo müsste Schuster, da werden Schuhe gemacht, Gerberei, Kleidung, Sägegrube, Bogengebäude, da sind nur Bögen. Korbwerkstatt sind nur Körbe. Ach, ich kann die auch kaufen. Okay. Es ruckelt immer. Ja, also Xan, bis jetzt hat es noch nicht geruckelt, aber Mittwoch hat es geruckelt auf jeden Fall. Dankeschön, Finajon, für die 13 Monate und Faust für die 33 Monate. Vielen lieben Dank und hallo, Illidan. Dankeschön, ihr Lieben. Möbelwerkstatt, Brauerei, Gießerei, Schmiede, Ziegelerei, Glasmacherwerkstatt. Wahrscheinlich ist es die Schmiede, ne? Ja, da sind die Sachen drin. Okay, dann müssen wir das kaufen. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich glaube, ich habe die Schatten. Nee, ich habe die nicht raus. Ja, ein bisschen Schatten wäre halt schon schön. Aber wenn es dann weniger ruckelt, ist cool. Ich meine, wir könnten auch hier jetzt langsam anfangen, Stadttore zu planen, ne? Also ich meine, der Weg lässt sich eigentlich auch durch Palisaden ersetzen. Fangen wir mal hier an, Palisaden zu bauen und gucken wir mal, wie es sich so verhält. Dann habe ich das... Oh Gott! Nein. Weg damit. Und dann sehen wir das quasi einmal. Und dann sehen wir eh, wie das tut. Bin gespannt. So, hier fehlt jetzt nur noch das Lehm. Da oben sind wir auch bald durch. Wir verbrauchen halt sehr viel Bretter gerade, aber das ist eh klar. Wir haben ja auch viele Gebäude, an denen hier parallel gerade gearbeitet wird. Hui. 5 Feldfrüchte wurden von Wildtieren gefressen. Dieses freche kleine Reh. Dankeschön, Bambi, für die 100 Bits.
Und hallo Knusperwanz, und meinem Pferd geht's gut. Danke der Nachfrage. Ja, ist gut angekommen. Ist sehr gut angekommen. Diese Wildtiere kannst du nicht jagen. Hä, klar. Da, ist gejagt. Heute gibt's wieder Reh am Tisch. Reh. Fette Palisade wird hier hochgezogen. Dankeschön, Yatri. Durch verderbt verlorene Nahrung. Ja, warum kaufen denn nicht mehr Menschen Essen? Ist ja auch was frech. Ich hätte halt gerne, glaube ich, meinen Handelsposten. Ich hätte ihn eigentlich gerne hier in der Nähe vom Markt. Weil hier kriege ich den überall nicht rein. Wobei die Straße kriege ich auch umgeplant. Theoretisch gesehen. Na, probieren wir es mal. Wenn ich hier... Wenn wir die... Die Straße müssen wir abreißen. Und die Straße müssen wir abreißen. Und dann müssen wir das hier ebnen. Na, gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir es ja doch rein. Das wäre halt mega cool. Dann hätten wir genau in der Mitte den Handelsposten. Wird halt ein bisschen eng, aber... Dann packen wir den hier rein und ich packe den Brunnen irgendwie da zur Seite oder da auf die Seite. Das ist ja egal. Das kriegen wir ja alles easy gemacht. Ich meine, so groß ist es nicht, oder? Aber das so hier hinzupacken, wäre halt geil. Würde ich gut finden. Brunnen müssen sie halt abbauen. Aber wir haben ja hier noch einen. Und hier drüben haben wir auch noch einen. Also an Brunnen soll es eigentlich nicht scheitern. Das kriegen wir schon hin. Hallo Akisas. Ich habe die Tiere runtergestellt von der Schwierigkeit und die Banditen und die anderen Sachen sind auf schwer gestellt. So. Wir würden die Schatzmeisterei aber auch hier oben hinkriegen, theoretisch. Dann wäre das hier nicht so eng, aber stört doch eigentlich nicht, dass es so eng ist. Wir könnten Sammler und Jagdhütte nochmal umplanen. Also wir könnten die ein bisschen weiter raussetzen noch. Eigentlich. Thank you.
Wobei, pack's nicht ganz so nah an die. Da draußen wissen wir halt auch nicht, was da ist, ne? Schicken wir mal eine Person zum Gucken. Weil dann könnten wir das alles anheben. Und dann kriegen wir hier ein bisschen mehr Stadtplatz rein. Hallo Lyra. Die Grafik sieht echt toll aus. Ja, komplett. Sieht echt super süß aus. Bis jetzt finde ich das Spiel sehr, sehr cool. Also bis jetzt macht es sehr viel Spaß, aber ich habe noch nicht so viel Spielzeit. Deswegen ist meine Meinung darauf bis jetzt noch nicht so viel wert. Ah, dann kommen wir aber hier nicht mehr durch, ne? Wartet mal. Wir müssen das gegebenenfalls doch ein bisschen anders planen. Wir müssen... kriegt den Weg da halt nicht umgesetzt, ne? Oder? Doch. Doch, kriege ich. Der muss hier nur einmal neu rangezogen werden. Aber das geht. Geil. Damit haben wir jetzt Schule, Handelsposten, Markt, alles schön drinnen. Und Jagdposten und Sammlerhütte move ich jetzt nach draußen. Das tut, schadet ja eh nicht, wenn es weiter draußen ist. Wir müssen hier nur auch Gebiet ebnen. Weil das alles nicht alles so ungut ist. Wir müssen ein bisschen mehr uns umgucken, in welche Richtung was wie wo rausgeht. Aber das sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus jetzt. Ach, guckt mal, und da hinten entstehen richtige Palisaden. Geil. Das heißt, unser Bauprojekt mit den Palisaden wird auf jeden Fall auch. Nur wie verläuft das hier, ist die Frage. Weil die Holzhütten können wir eigentlich nicht... Also die Holzhütten brauchen wir halt auf gar keinen Fall, die Produktionshütten brauchen wir halt auf gar keinen Fall drin. Die müssen halt eigentlich auch alle raus. Ach, das wird eine Herausforderung, da jetzt nochmal eine ordentliche Unterteilung zu machen. Ich muss auch eigentlich hier meinen Weg runter planen. Der Weg wird auch nochmal abgerissen. Und... Ah, das ist eigentlich Blödsinn. Das ist eigentlich Blödsinn, dass das alles so verläuft. Ja, ich weiß.
alles sehr aufregend und ich reiße da gerade unfassbar viele Straßen ab, die ich schon gebaut hatte. Aber wir wollen halt einen ordentlichen so eine Art Hauptstraße haben, die reinführt. Die Frage ist auch, ich kann ja hier auch richtige Straßen bauen. Aber da muss ich die anderen Straßen wieder abreißen für. Das ist ja nervig. Gepflasterte Straßen sind das dann. Da müsste ich die anderen halt wieder abreißen. Ach du Scheiße, wow, 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 wow. Oh Gott. Die Raubtiere sind uns einfach bis in die Stadt reingelaufen. Schon wieder. Lysoro, danke schön für die 18 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen lieben Dank. So. Und diese Straße wird auch abgerissen. Haha. Weil wir jetzt hier auch stattdessen Palisaden bauen. Aber warum gehen die da nicht weiter? Was ist denn da im Weg? Was stört? Ach, die Straße. Und dann wollen wir hier auch einmal. Habe ich die Tore auf die richtige Seite gebaut? Nee. Natürlich nicht. Es wäre ja zu einfach gewesen, wenn ich die Palisaden direkt richtig gebaut hätte. Also die Türen. Das wäre ja nonplusultra gewesen, wenn ich das direkt richtig gemacht hätte. Wobei, so weit hoch müssen wir gar nicht. Eigentlich. Wir wollen. Wie weit wollen wir denn gehen? Also wir wollen ja gar nicht so viel drin haben. Es wird langsam. Wir kriegen so ein richtiges Burg-Feeling, stückchenweise. Das Game hat keinen Multiplayer. Ich weiß nicht, ob einer geplant ist. Ich glaube aber nicht. Es wirkt vom Konzept her nicht so passend. Hat er das jetzt noch nicht abgerissen? Bitte bau es doch richtig. Hat das schon wieder gedreht? Oh, bitte sag mir, dass er das jetzt nicht nochmal gedreht hat. Ich heule, wenn er das jetzt nochmal falsch hat. Ich fange einfach richtig an, richtig bitterlich zu weinen. Schwör ich. So. Wie lösen wir das da drüben, ist jetzt die Frage. Also die Wagenwerkstatt würde ich schon gern drinnen haben. Hä? Ach so, okay, das ist ein Wolfslager. Ich wollte gerade schon sagen, was für ein Feind gesichtet, ey. Wie lösen wir das da hinten? Jetzt habe ich die Wagenwerkstatt halt schon gebaut. Ich meine, die Sägegrube kann auch drinnen bleiben. Ich krieg das auch nicht mehr bewegt, ne? Doch, Standort des Gebäudes verschieben. Geht sogar. Eigentlich sollte ich es hier hinsetzen. Das wäre eigentlich effizient.
Oder hierhin. Kriege ich das hier? Ah, dann geht das halt näher ran. Und das ist dann hier für die Gebäude ist das nicht mehr so geil. Andererseits, scheiß auf die Gebäude. Lass uns doch einfach die Gebäude umsetzen. Lass uns die Gebäude hier nach oben setzen. Damit wir da ein bisschen mehr Platz bekommen. Da müssen wir auch Gelände einmal ein bisschen ebnen. Das ist ja nicht schlimm. Und dann schieben wir das weiter rein, damit wir eine schöne Palisadengrenze bekommen. Kostet Umbau und weniger das Neubauen? Keine Ahnung. Aber es hilft mir, einen Überblick zu behalten, was ich wo genutzt oder umgeschoben habe. Deswegen habe ich das gerade gemacht. Okay, und dann kriegen wir nämlich da hinten zu. Ja, das haben wir ja schon gesehen, dass der da hinten ist. Dann lass uns die Markierung entfernen, weil der schafft es wahrscheinlich nicht lebendig bis dorthin, ohne drauf zu gehen. Aber dann haben wir ja hier schon mal ein bisschen was gesehen, was halt dort drüber... weitergeht quasi. Na gut, aber wird doch. Wird doch langsam. Die Umbauarbeiten sind jetzt halt mühsam, das verstehe ich. So, da sind wir schon am Umbauen. Der setzt die Tore die ganze Zeit nach außen rein. Ich verstehe es nicht. Die müssen andersrum sitzen. Ich habe das jetzt irgendwie... Ich habe das jetzt wirklich ein paar Mal jetzt schon gedreht. Also wirklich, ich habe das jetzt schon dreimal abgerissen. Und der setzt die Tore jedes Mal nach außen wieder rein. Aber das ist falsch rum. Das triggert mich. Das triggert mich sehr. Geil, da hinten ist das schon mal weg. Tore müssen nach außen zeigen. Wenn Panik ist, muss man die aufstoßen können. Türen, ja. Aber diese, also, das ist schon okay, dass sie nach außen zeigen. Aber diese Balken hier müssten drinnen sein. Diese Verstärkungsbalken müssten eigentlich auf der Innenseite sein, beim Verschließen und nicht auf der Außenseite. Also, dass es nach außen aufgeht, ist okay. Die Balken sind nur falsch.
So, Brunnen ist schon mal umgesetzt. Palisaden da hinten werden gesetzt. Hier oben dann hoffentlich auch. Hey, es wird langsam so ein richtiges kleines Dörfchen. Mit allem drumherum. Also, es wird langsam richtig, richtig hübsch. Okay, das heißt, die wird verschoben und dann die Hütte wird darüber verschoben und dann wird das langsam mit den Palisaden. Dann wird das, das ist eine große Umbauarbeit, ey. Okay, und jetzt können wir... Goldtransfer zum Handelsposten von Handelsposten abziehen. Gegenstände zum Handelsposten verschieben. Wir brauchen halt diese schweren, genau die da. Das da, schwere Werkzeuge. Ah, da muss wahrscheinlich jetzt überhaupt mal jemand reinkommen, oder? Okay, jetzt werden 10 Gold darüber gebracht. Und dann habe ich 10 Gold, mit denen ich handeln kann im Handelsposten, wenn ich das richtig verstanden habe. Oh, und da kommt ein Händler. Jawohl, da kommt unser erster Händler, Freunde. Poggers. Hallo, Charmin. Geil. Wir brauchen hier noch Steinstraßen, dann auf jeden Fall. Ja, es ist noch bitter, dass wir noch keine Steinstraßen haben. Aber das darf auch ein bisschen dauern. Ich meine, das ist ja auch erst der erste Händler, der jetzt gerade hier landet. Und noch dazu bei schlechtem Wetter. Der Arme. So. So, ich kann jetzt
Woher weiß ich denn, was ich kaufen und was ich verkaufen kann? Also das sind die Sachen, die er mit hat quasi, ne? Ach, das wird einfach nur gekauft. Aber ich würde ja gerne... Ich würde ja gerne verkaufen. Kann ich auch verkaufen? Rechts, was aufleuchtet, kannst du von ihm kaufen. Was links leuchtet, kannst du verkaufen. Wo leuchtet denn rechts und links? Ich verstehe es nicht. Dankeschön, Inox, für die 11 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Du hast nichts, was er haben möchte. Ja, ja, das macht ja nichts. Ich will erstmal nur sehen, wo es leuchtet, damit ich es dann sehe. Ach, meint ihr diese Pfeile hier? Das heißt, der Händler kauft Backsteine, Bier, Körbe, Ton und Leinenkleidung und er verkauft das andere. Okay, I see. Dankeschön, dann habe ich das verstanden. Dann kann ich mit dem nichts machen. Aber dann habe ich es einmal gesehen. Dankeschön. Geil, man muss die Straßen nicht abreißen, man kann sie verbessern. Das macht mein Leben leichter. Da hat er es jetzt richtig gemacht mit dem Tor. Ich reiß es nochmal ab. So, ich reiß es nochmal ab, das kann nicht sein. Also, Verteidigungsanlagen, nee, warte mal, wo war's? Mauern und Straßen. Wenn der sich jetzt nochmal gedreht hat, heul ich. So, dann reißen wir das ab und das und das und das und dann haben wir stattdessen So, das sind die neuen Wege. Hier haben wir dann Palisaden. Das wird verschoben. Nahrungstechnisch ist noch ein bisschen wild. Ich könnte ihm mal ein bisschen Essen abkaufen. Wobei monatlich an Nahrung in den kommenden 12 Monaten durch Verderben verloren geht. Ich habe ja, mir verdirbt ja das Essen. Gerade momentan noch. Scheitert nicht an der Menge, right now. So bitter es ist. So.
er hat sie schon wieder falsch gebaut. Ich kann das hier nicht anders setzen. Also er lässt es mich de facto nicht anders setzen. Ich habe es jetzt dreimal probiert. Geht nicht. Ist wie es ist. Das wird ein großes Projekt zum Ebenen werden. Wartet mal. Eigentlich wollen wir das noch ein paar Schritte nach außen packen. Ja. Damit das nicht ganz so knapp ist. Und da geht's halt so nicht runter. Da müssen wir uns dann was überlegen, wie wir das geebnet bekommen. Wir brauchen hier auch einfach einen anderen Ausgang. Ja. Damit wir hier auch einmal quasi dann rauskommen in alle Richtungen. In alle Weltrichtungen, die wir haben. Ah, ich kann es auch mit Entfernen machen. Geil. Willst du den hier wegen rein optischen Gründen andersrum haben? Ja. Das ist reine Optik. Das macht, glaube ich, von dem, wie sie tut, macht es keinen Unterschied. Das war, für mich war es reine Optik. Okay. Hallo Sunwolf. Das läuft doch eigentlich ganz gut. Der Händler haut wieder ab. Über meine Felder drüber. Arschgeige. Acht Menschen sind im Dorf angekommen. Sie haben vor, einzuwandern. Ja. Gut, dann brauchen wir jetzt wieder neue Hütten. Durch Hitzestress. Wohnraum durch Hitzestress verloren ist scheiße. Feldfrüchte durch Hitzestress verloren ist richtig scheiße. Was haben wir denn da verloren? Die Bohnen. Bohnen durch Hitzestress verlieren ist scheiße. Ah, guckt mal, meine kleine Birke, die ich da hingesetzt habe. Die hat auf jeden Fall. Die kam da ganz gut durch. Ist ganz süß, dass man hier so einzelne Bäume dann wohin pflanzen kann, wenn man irgendwo Platz lässt. Ich habe jetzt nicht so viel Platz gelassen. Aber, na hier zum Beispiel, dann wird es schön begrünt, wenn man reinkommt. So, wir müssen uns aber stückchenweise um das um den Ton jetzt kümmern. Und wir brauchen ganz dringend Pfeile. Pfeile sind wahrscheinlich unsere größte Nemesis, die wir jetzt auch noch nicht haben, die ich halt komplett verpennt habe zu machen. Bau eine neue Schule, damit ich die Siedlung von anderen kleinen Dörfern abhebt. Eine Schule wird dazu beitragen, effizientere Arbeitskräfte auszubilden und gebildetere Siedler heranzuziehen. Du, ich bin dabei, was meine Schule angeht. Ich bin dabei.
Ist es crazy? Man munkelt, dass ich mir schon gedacht habe, dass eine Schule was Sinnvolles sein könnte. Aber ich brauche als nächstes ein Bogengebäude. Wir müssen hier noch mal ein bisschen umbauen, damit das von der Logik her so ein bisschen mehr Sinn ergibt. Wir brauchen irgendwo eine Rüstecke quasi, wo dann generell unsere... Ach, da unten ist ein kleiner Teich. Okay. Das wird spannend mit den Palisaden. Wir wollen eine Rüstecke haben, also irgendwo eine Ecke quasi. Ja, Tonvorkommen erschließe ich gleich. Aber irgendwo eine Ecke, wo halt Bögen und andere Sachen in die Richtung gebaut werden. Bögen, Rüstungen und alles drumherum. Und ich glaube, hier unten wird unsere Palisade so eine kleine Ecke erleben. Weil da, da ist das Gelände auch zu steil. Das müssen wir auch ebnen. Es ist so viel Arbeit, das einigermaßen gerade zu bekommen. Und das sollten wir sowieso priorisieren da hinten. Uns fehlt auch schon wieder Holz. Ich glaube, wir haben auch keine Abbauaufträge mehr mit Holz im Visier. Einen Förster werden wir auch brauchen dann. Ah, das wird jetzt schön eben. Nahrungsvorräte sind knapp. Ja, ja, weil mein fucking Dings da hinten nicht arbeiten kann. Und wisst ihr, wessen Schuld das ist? Genau, eure. Ich pack mal den... Ich glaube, ich pack mal den Bogendude erstmal hier hin und platziere den dann nachher nochmal um. Aber einfach, damit wir den schon mal haben. Damit wir wieder jagen gehen können und nicht verhungern. Weil mir gerade hier meine Feldfrüchte absterben. Und das ist kritisch. Das ist extrem kritisch. Dankeschön, Kampfnudel für die 19 Monate. Dankeschön, Peachy für die 2 Monate. Dankeschön, Apollo für die 13 Monate. Dankeschön, Sunwolf für die 11 Monate. Und Inox für die 11 Monate. Ein riesiges, riesiges Dankeschön. Das ist ultra crazy. Vielen lieben Dank, ihr Lieben.